Jeden Tag passieren im Himmel und auf Erden unzählige faszinierende Dinge. Und es ist wichtig, die zu verstehen. Gerade in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten. Physik bzw. Naturwissenschaft ist die einzige Methode, das zu ermöglichen. Und die steht hier beim Physikalischen Verein im Mittelpunkt. Herzlich willkommen! Es ist ja so, dass heutzutage unser Leben bis in den Alltag hinein geprägt ist von Wissenschaft und Technologie. Und eine ganze Menge Menschen interessieren sich für das, was in Wissenschaft und Forschung passiert. Und da kommt der Physikalische Verein ins Spiel. Wir sind keine Forschungseinrichtung, sondern eine Bildungseinrichtung. Unsere Arbeit ist die Wissenschaftskommunikation. Wir sind ca. 2000 Menschen aller Altersstufen mit Interesse an Astronomie, Physik, Technik, Umweltschutz und anderen Naturwissenschaften. Unter uns sind Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, Lehrer und Schüler und auch Firmen, vor allem aus dem Rhein-Main-Gebiet, da wir in Frankfurt beheimatet sind. Nicht nur Albert Einstein. Viele namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren und sind unsere Ehrenmitglieder. Seit 1824 sind wir Mittler zwischen den Naturwissenschaften und der Öffentlichkeit mit einem vielfältigen Angebot an Veranstaltungen. Ob Astronomie am Freitag, Schülervorlesungen, Workshops, Seminare, Vorträge, Ausstellungen, der Frankfurter Science Slam, Lehrerfortbildungen oder Förderpreise für Arbeiten auf diversen Forschungsgebieten. Für jeden ist was dabei. Ich kann hier gar nicht alles aufzählen. Wer es genau wissen will, auf unserem Webauftritt physikalischer-verein.de ist das alles detailliert zu finden. Also, schauen Sie mal rein. Auf der Webseite, hier auf YouTube oder viel besser im echten Leben bei einer unserer Veranstaltungen. Oder super viel besser, Sie machen einfach bei uns mit. Nochmal, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserer Reihe Naturwissenschaft und Technik hier auf dem Kanal des Physikalischen Vereins. Schön, dass Sie dabei sind. Und ganz besonders begrüße ich den Kollegen von der Universität Mainz zum Aschermittwoch, Professor Philipp Pogge von Strandmann. Hallo und guten Abend. Hallo. Schön, dass es heute geklappt hat am Aschermittwoch, aber es war ja sowieso nicht so viel los in Mainz, ne? Ja, stimmt. Ich bin ja neu dazugekommen zu Mainz. Ich habe es bisher noch nicht erlebt. Okay, gut. Ja, war ich auch nicht da. Also kann nur besser werden, ja. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier mitmachen und aktiv werden und fleißig den Chat verwenden und Fragen an unseren Referenten zum Thema stellen. Und klar, dass, wenn Sie da mitchatten wollen, dann müssen Sie bei YouTube angemeldet sein. Rechts oben Anmeldebutton klicken und da werden Sie nach Ihrer Google-Mail-Adresse gefragt. Wenn Sie ein Android-Handy haben und ein Tablet, dann haben Sie eine Google-Mail-Adresse. Ansonsten ist das ja alles nur 1-2 Mausklicks entfernt. Ja, kommen wir zum heutigen Vortrag. Das ist der erste in einer kleinen Themenreihe. 4 Vorträge haben wir uns vorgenommen mit dem Titel Dynamische Erde. Man kann ja die Erde grob einteilen in verschiedene Sphären. Atmosphäre kennt man, Hydrosphäre vielleicht auch noch, Lithosphäre, der Begriff ist jetzt nicht ganz so bekannt. Das ist die Gesteinssphäre, also der Gesteinskörper und natürlich dann die Biosphäre, ist ja ganz klar. Und innerhalb dieser Sphären gibt es permanente Veränderungsprozesse. Aber natürlich nicht nur. Und da sind wir genau bei diesem Thema von heute. Warum ist die Erde eigentlich bewohnbar? Darüber wird ja unser Referent heute sprechen.
Und um diese Frage zu beantworten, geht es mit Sicherheit, da bin ich sehr sicher, um die Austauschprozesse zwischen diesen einzelnen Sphären. Denn die spielen eine extrem wichtige Rolle und sind vielleicht gerade das Besondere an diesem wunderbaren Planeten. Ich bin sehr gespannt, was wir heute Abend lernen dürfen. Und ich darf Ihnen erst einmal kurz unseren Referenten vorstellen. Herr Pocke von Strandmann hat seine bisherige wissenschaftliche Laufbahn vor allem in England verbracht. Er hat an der Universität Oxford Geowissenschaften studiert und 2006 promoviert mit einer Arbeit in Umweltisotopen Geochemie. Also noch mehr fachbereichsübergreifend geht es ja kaum, allein vom Namen her. Er war dann Postdoc zuerst in Bristol, später wiederum in Oxford sowie am University College in London. Bis 2020 war er Dozent und Professor an der University London und er hat dann, schön für uns im Rhein-Main-Gebiet, einen Ruf an die Gutenberg-Universität in Mainz angenommen. Seitdem ist er Universitätsprofessor für Sedimentgeochemie am dortigen Institut für Geowissenschaften. Lieber Herr Pocke von Strandmann, wir sind alle sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Und ich möchte Sie bitten, nun Ihren Bildschirm zu teilen. Ja, kann ich gleich machen. Jawohl, Sie sind auf Sendung. Gut, vielen Dank für die Einladung. Also ja, wie gesagt, werde ich ein bisschen drüber reden, warum das Klima eigentlich ziemlich stabil geblieben ist über die Milliarden von Jahren, wo es die Erde gibt und ob es dann ein bisschen in Zukunft auch so bleiben wird. Also ich werde für etwa die Hälfte des Vortrags über wie die Erde so natürlich funktioniert und die natürlichen Kreisläufe beschreiben. Und dann werde ich ein bisschen darauf eingehen, was in der Zukunft passieren wird. Und hier sieht man auch schon ein Bild von einem Forschungsschiff vor der Küste von Grönland, wo wir auch Proben genommen haben, über die ich heute auch ein bisschen reden werde. Ich werde mich auch gleich für zwei Sachen entschuldigen. Eins ist mein Deutsch, weil ich, wie gesagt, erst vor einem Jahr wieder nach Deutschland gezogen bin und ich merke immer noch, dass mein Vokabular ist immer noch ein bisschen hinkt nach fast 20 Jahren in England. Und das andere ist, weil als Geologe sehe ich die Zeit immer ein bisschen laissez-faire. Das heißt, ich habe Grafiken, wo die Zeit von links nach rechts geht und wo die Zeit von rechts nach links geht oder von oben nach unten und von unten nach oben oder sogar im Kreis. Und also ich werde versuchen, jede Grafik dann zu erklären, aber ich entschuldige mich im Voraus, wenn es plötzlich ein bisschen unübersehbar wird. Ich werde es dann jedenfalls immer erklären. Und ich werde dann anfangen. Wenn ich schon mal nicht zum physikalischen Verein kommen kann, dann kann ich wenigstens vor der Tür stehen. Ich war diesen Sonntag mit meinen Kindern im Senckenberg und dachte, ich nehme auch gleich ein Foto vor der Tür, obwohl ich natürlich nicht rein durfte. So, also, ich dachte, ich fange mit einem Zitat an, also auf Englisch von Mark Twain. Das heißt, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Also auf Deutsch, die beiden wichtigsten Tage im Leben ist der Tag, an dem man geboren worden ist und ein Tag, an dem man herausfindet, warum. Und heute werden wir ein bisschen über das als Letzte reden. Nicht unbedingt individuell darum, aber warum wir als Menschheit, warum es es gibt und warum das Leben überhaupt noch vorhanden ist. Also wenn wir anfangen, wir haben ja, um unser Klima, unser Langzeitklima zu verstehen, haben wir eigentlich drei terrestrischen Planeten, die wir anschauen können. Das ist natürlich die Erde in der Mitte, Mars rechts und Venus links. Und natürlich von allen diesen gibt es nur fließendes Wasser, gibt es nur Leben, soweit wir wissen, natürlich auf der Erde. Aber die Frage ist natürlich, anfänglich vor jetzt so um die 4 Milliarden Jahre oder so, waren die drei Planeten eigentlich ziemlich ähnlich. Sie hatten alle drei flüssiges Wasser. Sie hatten alle drei eine Atmosphäre, die hauptsächlich aus Kohlendioxid bestand. Und seitdem, also es könnten auf allen drei, könnte sich Leben entwickelt haben. Wir wissen es natürlich nicht. Und seitdem ist natürlich, Mars hat seine Atmosphäre verloren und ist jetzt sehr kalt. Venus ist wahrscheinlich das Meer, sozusagen die Atmosphäre ist verdunstet und die Atmosphäre gekommen. Und Venus ist jetzt sehr heiß, etwa bei 350 Grad. Und nur die Erde ist so richtig geblieben für das Leben. Und die Frage natürlich ist, warum?
Da können wir das gleiche sehen. Also dies sind drei Bilder von den verschiedenen Planeten. Hier oben links ist ein Bild von dem Curiosity von Mars. Unten rechts ist ein Bild von Venus von Venera 9. Und in der Mitte ist ein Bild von Island. Und ich zeige diese, weil die Gesteinsorte in allen drei Bildern ist gleich. Alles ist Basalt. Also der Ursprung von alles, wie wir sehen werden, ist der gleiche Silikatgestein. Aber natürlich nur, wie gesagt, nur die Erde hat dieses Blau und Meer und dieses Grün vom Leben. So, ich werde also anfangen mit einem Diagramm, das ich bei meinen Eltern in einem Buch gefunden habe, das ich als Kind gehabt habe. Das ist ein englisches Buch, das ist ein Ladybird Book of Prehistoric Life, also ein Kinderbuch über das frühe Leben sozusagen von 1978. Und was es zeigt, ist eine geologische Zeitskala, wo die Erde so um 12 Uhr angefangen hat, also vor 4,5 Milliarden Jahren. Und da geht man ganz rum bis den heutigen Tag um Mitternacht sozusagen. Und da zeigt man zum Beispiel, die Menschheit existiert für ein paar Sekunden vor Mitternacht. Und was dieses Diagramm uns zeigt, ist, das Wissen in den 70er Jahren war, dass das Leben erst so vor vielleicht 1,5 Milliarden Jahren angefangen hat, also hier so um 8 Uhr. Und dieses ganze Teil hier in Schwarz hatte kein Leben. Und dieses Bild hat sich seitdem dramatisch geändert. Hier ist das Moderne, also das gleiche 4,5 Milliarden Jahre bis ganz herum, bis heute. Und das multicellulare Leben fängt hier genauso wie im folgenden Bild auch so um 8 Uhr an. Aber was wir seitdem herausgefunden haben, natürlich ist, dass die Einzelzeller haben sich deutlich früher entwickelt. Die Eukaryoten haben sich dann so kurz nach 6 Uhr entwickelt, aber die Prokaryoten sogar hier so um 4 Milliarden Jahre her. Plus minus, also irgendwo zwischen so 3,8 und 4,3 Milliarden Jahre hat sich Leben entwickelt. Und das heißt, die Erde ist für fast 85% ihres Lebens von Leben bewohnt gewesen. Also das ist ziemlich erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, dass das Leben sich so lange erhalten hat. Und wieder die Frage ist natürlich, warum? Wie könnte das sein? Wir wissen natürlich von riesen Vulkanausbrüchen, von Meteoriten, wie zum Beispiel die Dinosaurier, wo die Dinosaurier ausgestorben sind. Das ist hier übrigens um so 11.30 Uhr, also in der ganzen Geschichte der Erde sind die Dinosaurier eigentlich ziemlich rezent. Und es gab viele verschiedene Prozesse, die zum Aussterben des Lebens geführt hätten können, haben es aber nicht. Und es ist natürlich nicht nur die lange Zeit, sondern über diese Zeitskala hat sich die Chemie der Erde, also die Chemie der Atmosphäre, der Ozeane auch deutlich geändert. Also diese Grafik zeigt, also hier links unten sieht man 4,5 Milliarden Jahre her bis zum heutigen Tag, hier unten rechts. Was wir hier haben, sind verschiedene große Entwicklungen der Chemie der Erde. Also in Rot ist der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre. Natürlich fängt es so um 4 Milliarden Jahre her, gab es keinen Sauerstoff in der Atmosphäre und es hat sich in zwei Hauptschritten vermehrt. Eins war über 2,5 Milliarden Jahre und eins etwa vor 700 Millionen Jahren. Zugleich in Grün ist Kohlendioxid zum Beispiel, hat sich dann verringert, deutlich verringert über das Leben der Erde. Hier in Blau ist die Temperatur der Ozeane und darauf werde ich in der nächsten Folie auch eingehen. Und hier die punktete Linie ist die Strahlung der Sonne. Die Sonne hat sich über das Leben der Erde um etwa 25% ist heißer geworden. Und die Hitzestrahlung ist deutlich mehr geworden über die letzten 4,5 Milliarden Jahre. Also die Chemie der Erde hat sich deutlich verändert. Das heißt, dass Prozesse, die das Leben geschafft haben, das Leben instand zu halten, sozusagen über das Leben der Erde, müssen auch mit diesen Prozessen klargekommen sein, dass die Chemie der Atmosphäre und der Ozean sich deutlich verändert hat und dass die Hitzestrahlung sich auch verändert hat. Hier ist nochmal, ich gehe jetzt ein bisschen mehr ein auf die Temperatur der Ozeane. Jetzt kommt meine Entschuldigung über die Zeit her, weil jetzt gehen wir, hier ist 3,5 Milliarden Jahre rechts auf der Skala, wir gehen zum heutigen Standpunkt hier links.
Und dies zeigt die Durchschnittstemperatur der Erde über diese drei, der Ozeane über diese 3,5 Milliarden Jahre. Und man sieht, es hat sich deutlich verändert. Die Linie ist ziemlich zackig. Aber wenn man die Skala hier anguckt, ist es so etwa zwischen dem Durchschnitt von 10 bis 35 Grad. Das heißt also, über 3,5 Milliarden Jahre hat sich die Durchschnittstemperatur der Ozeane nur um etwa 25 Grad geändert. Und das ist eigentlich sehr stabil, wenn man darüber nachdenkt, für was für eine Zeitskala wir jetzt reden. Natürlich sind manche von diesen Änderungen sehr schnell. Und in den Zeiten, in denen es Tiere gab zum Beispiel, also die letzten 500 Millionen Jahre, haben all diese Zacken dann zu Massenaussterbungen geführt. Aber trotzdem ist das Leben nie ganz ausgestorben. Es gab Zeiten, wo 95% des Lebens ausgestorben ist, aber nie zu 100%. Also das heißt, warum eigentlich, ist wiederum die Frage. Und wenn wir darüber nachdenken, wie wir das Klima stabilisieren, dann wird es wahrscheinlich keine Überraschung, dass wir vom Kohlenstoffkreislauf reden müssen. Und dies ist ein Bild vom Kohlenstoffkreislauf, den wahrscheinlich alle in einem oder anderen Maß gesehen haben, besonders als der Kohlenstoffkreislauf immer mehr wichtig wird für das Klima. Aber dies ist ein Bild des Kurzzeit-Kohlenstoffkreislaufs. Das heißt, es gibt nicht permanente Lagerung von Kohlenstoff, zum Beispiel im Ozean wird Kohlenstoff im tiefen Ozean wird für 1.000-2.000 Jahre gelagert, bevor es wieder ausgenutzt wird zum Beispiel. Oder in Bäumen wird Kohlenstoff für vielleicht 50 bis 70 Jahre gelagert. Und wenn man verstehen will, wie das Langzeitklima funktioniert, dann ist der Kohlenstoffkreislauf nicht ganz so wichtig. Da reden wir eigentlich eher vom Langzeitkohlenstoffkreislauf. Und der ist eigentlich ziemlich einfach. Es gibt eigentlich nur eine Ausscheidung von Kohlendioxid vom Erdinneren bis zur Atmosphäre und das sind Vulkane. Also ab und zu mal geht ein Vulkan los und CO2 wird zur Atmosphäre hinzugefügt. Und das führt natürlich zu einer Erwärmung, also genau wie jetzt zum Beispiel. Und es sind nicht nur kleine Vulkane, es gab Zeiten, wo genug Lava ausgeströmt wurde, um das ganze kontinentale, die Vereinigten Staaten mit Lava zu graben bis zu 2 Kilometer tief. Also es gab Riesenvulkan-Eruptionen in der Vergangenheit, die auch sehr viel CO2 ausgestoßen haben. Aber es gibt natürlich keine Klimakontrolle über wann ein Vulkan losgeht. Das heißt also, die Vulkane sind unabhängig, was mit der Atmosphäre passiert. Also wenn man dann verstehen will, was die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre kontrolliert, also was zum Langzeitklima führt, da muss man auch drauf schauen, wie Kohlendioxid von der Atmosphäre wieder rausgeholt wird. Und da gibt es zwei Prozesse. Eins ist die Photosynthese, also organischer Kohlenstoff wird durch Pflanzen dann hergestellt und dann vergraben. Also wie zum Beispiel in Öl oder Gas wird natürlich, ist eigentlich Kohlenstoff, das dann unter der Erde vergraben wird. Und das passiert eigentlich bei allen Meeresgesteinen in mehr oder weniger großen Prozentzahlen. Der andere Prozess ist Kalkstein, also Calciumcarbonat. Hier sieht man also Calcium und Ca, Calcium CO3, der C ist Kohlenstoff. Und dieser Kohlenstoff in Kalkstein zum Beispiel kommt von der Atmosphäre. Das heißt dann natürlich, welches Prozess kontrolliert diese beiden also Prozesse, die dann Kohlendioxid vergraben. Und komischerweise ist der Hauptprozess ist die Verwitterung von Stein auf den Kontinenten. Also wenn Stein verwittert wird, das heißt Stein wird durch Wasser in Flüssen oder im Regenwasser aufgelöst, dann nimmt es CO2 aus der Atmosphäre raus. Und das kann ich euch hier zeigen. Ich verspreche, das ist der einzige chemische Teil des Vortrags, aber und ich werde es erklären. Also wenn man zum Beispiel ein Kalkstein auf dem Kontinent verwittert, also hier ist ein Kalkstein, Calciumcarbonat, Calcium C. Also Kohlenstoff und Sauerstoff. Wenn man es in Wasser auflöst, also H2O,
dann ist das aufgelöste Kohlenstoff wird dann Bicarbonat oder Hydrogencarbonat, also HCO3. Das ist was man in Flüssen findet. Und einfach von der Chemie her braucht man zweimal Kohlenstoff, weil es Bicarbonat ist, also zweimal Kohlenstoff. Das heißt, man braucht zwei Kohlenstoffe. Eins kommt aus dem Kohlenstoff im Stein und eins kommt aus der Atmosphäre. Dann wird dieser Kohlenstoff als Bicarbonat von den Flüssen ins Ozean transportiert und dann wird Kalkstein wieder ausgeschieden. Das heißt, der Kohlenstoff, der im Stein war, kommt wieder in den Stein und der Kohlenstoff, der in der Atmosphäre war, kommt wieder in die Atmosphäre. Das heißt, diese Reaktion über die Zeitskala, die es braucht, etwa 1000 Jahre, hat keinen Einfluss auf die Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre. Aber wenn man einen Silikatstein verwittert, das heißt Basalt oder Granit zum Beispiel, in solchen Steinen gibt es keinen Kohlenstoff. Das heißt, man braucht immer noch diese zwei Atome oder zwei Mol Kohlenstoff, um Bicarbonat in Flüssen zu machen, aber beides kommt aus der Atmosphäre. Dann wird das wieder genauso in den Ozean transportiert, aber an einer von diesen zwei Kohlenstoffen kommt dann ins Carbonatgestein, ins Kalkstein zum Beispiel. Und die andere geht zurück in die Atmosphäre. Das heißt, von dem CO2, das in der Reaktion, in der Verwitterungsreaktion aus der Atmosphäre rausgenommen wird, bleibt die Hälfte im Stein in den Ozean hängen und wird dann für hunderte von Millionen Jahren dort gelagert. Das heißt, Verwitterung ist die Hauptmethode, in dem Kohlendioxid aus der Atmosphäre rausgeholt wird und dann vergraben wird. Das heißt natürlich, es ist extrem wichtig für die Kontrolle des Klimas. Und zum Beispiel hier ist eine Etikette von einer Mineralwasserflasche. Und dann sieht man all die Konzentrationen von verschiedenen Elementen. Das ist auf jeder Mineralwasserflasche drauf. Und hier unten sieht man zum Beispiel Hydrogencarbonat oder Bicarbonat. Also das ist Atmosphärenkohlendioxid, das im Wasser aufgelöst wird. Und das sich auf der Reise zum Meer befindet. Natürlich, wenn man es trinkt, dann hält man diese Reise auf und das CO2 wird dann nachher wieder in die Atmosphäre vergeben, durch unser Ein- und Ausatmen zum Beispiel. Aber wenn wir es nicht getrunken hätten, dann würde es endgültig in den Ozean kommen und dort wird das Kohlendioxid dann vergraben. Okay, also wir haben theoretisch eine Methode, wie CO2 dann aus der Atmosphäre rausgeholt wird. Und die Frage ist dann, reicht das, damit die Erde bewohnbar bleibt? Also heißt das, wenn wir ab und zu mal geht ein Vulkan los und scheidet CO2 in die Atmosphäre und im Hintergrund läuft Verwitterung so und nimmt dauernd ein bisschen CO2 aus der Atmosphäre wieder raus. Und die Frage ist, reicht das, damit die Atmosphäre so kontrolliert wird, zum Beispiel das Klima kontrolliert wird? Und die Antwort ist nein. Und diese Grafik zeigt Modelle, was passiert, wenn CO2 zugegeben wird, also verschiedene Maße CO2 in die Atmosphäre reingegeben wird und herausgeholt wird. Und wenn das nicht in Balance ist, dann sieht man, dass die Konzentration der Atmosphäre sehr schnell ändert. Also was wir hier haben, ist eine Skala von die CO2-Konzentration der Atmosphäre und hier auf dieser Achse die Zeit in Millionen von Jahren. Hier ist 1 Million Jahre, hier ist 100.000 Jahre, hier ist 10.000 Jahre. Und das Modell hier ist für zwei Modelle. Hier ist die vorindustrielle CO2-Konzentration und hier ist ein anderes Modell für 10-mal diese Zahl. Und hier, wenn wir diesen Pfad hier folgen, dann sehen wir, was passiert, wenn es 25% mehr CO2 zur Atmosphäre hinzugegeben wird, als herausgeholt wird. Also wenn es keine Balance zwischen Hinzugabe und Herausnahme ist. Und wie man sieht, wird in 100.000 Jahren ändert sich schon sehr stark die CO2-Konzentration der Atmosphäre. In 1 Million Jahre ist es wahrscheinlich höher, als es sonst je gewesen ist auf der Erde. Und in einigen Millionen Jahren ist es so heiß geworden, dass eigentlich alles ausgestorben ist. Und hier oben ist zum Beispiel Venus, also ein unkontrollierbarer Treibhauseffekt. Und im Gegensatz, wenn man mehr CO2 aus der Atmosphäre rausholt, das reingegeben wird, dann in noch weniger Zeit kühlt sich die Atmosphäre stark ab
Und hier in unter 1 Million Jahren hat man, ist es zu stark abgekühlt und alles ist tot. Und wir haben einen unkontrollierbaren Eishauseffekt, was Mars eigentlich im Moment hat. Das heißt also, es kann keine Langzeit im Balance gewesen zwischen CO2-Eingabe und Herausnahme. Es muss eigentlich dauernd in ziemlich konstant, oder also nicht konstant, aber es muss eine Balance gegeben haben, sonst hätte sich das Klima zu stark verändert und das Leben wäre ausgestorben. Und die Frage natürlich ist, warum? Und es gibt eine Methode, also eine Theorie, die eigentlich zu stimmen scheint. Das heißt der Thermostat der Erde. Und das heißt, also wenn wir zum Beispiel CO2 in der Atmosphäre hinzugeben, dann wärmt sich natürlich das Klima auf, genau was wir jetzt auch sehen. Und weil es wärmer wird, werden die chemischen Reaktionen schneller. Einfach ein Teil der Chemie. Verwitterung, die chemische Verwitterung ist eine chemische Reaktion. Das heißt, es wird auch schneller. Das heißt, es baut mehr CO2 aus der Atmosphäre ab und das führt wieder zur Abkühlung. Und das geht genau andersrum auch. Wenn es weniger CO2 in der Atmosphäre gibt, dann kühlt sich das Thema ab. Das heißt, es gibt langsamer chemische Reaktionen. Das heißt, Verwitterung wird langsamer, weniger CO2 wird abgebaut und langsam erhöht sich die CO2-Konzentration der Atmosphäre wieder durch Vulkanausbrüche. Das ist eine wunderbare Theorie, das erklärt total, warum wir vielleicht, also das Leben sich erhalten hat, warum das Klima eigentlich ziemlich stabil geblieben ist über die Milliarden von Jahren. Die Frage jetzt ist, wie schnell passiert das? Und können wir das auch benutzen, um zum Beispiel unsere jetzige Klimaerwärmung zu stoppen? Also natürlich, wenn es alles in 10 Jahren passiert, dann haben wir kein Problem. Wenn es alles 10 Millionen Jahren dauert, dann haben wir ein größeres Problem. Also woran ich viel arbeite, ist, ich schaue mir vergangene Erwärmungsperioden an in der Erdgeschichte und sehe, was da mit der Verwitterung passiert ist. Und ich gebe euch ein Beispiel jetzt vom Paläozän eher zu einem Temperaturmaximum, auch genannt PETM. Das passierte vor 56 Millionen Jahren. Und ist eigentlich die schnellste Erwärmungsphase, die wir aus der Erdgeschichte kennen. Also was Sie hier sehen in der Grafik ist, hier haben wir 70 Millionen Jahre her, links. Also hier sind gerade, vor 65 Millionen Jahren sind die Dinosaurier ausgestorben. Und das geht jetzt zum heutigen Zeitpunkt. Und hier in Grau haben wir die Temperatur. Also wir haben eine Langzeitkühlung von dem Temperaturmaximum, das so vor so 55, 60 Millionen Jahre existierte, bis auf jetzt. Und jetzt natürlich haben wir Eiszeiten, also das und vor, also Dinosaurier existierten oder auch vor 50 Millionen Jahren gab es eigentlich kein Eis auf der Erde. Also es gibt eine Langzeitabkühlung des Klimas. Aber, und das sieht man auch hier unten im Blau, ist der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre. Und man sieht auch, das ist langsam runtergegangen. Also kein Wunder, weil der Grund für die Abkühlung ist die CO2-Konzentration der Atmosphäre. Aber darüber hinweg haben wir hier vor 56 Millionen Jahren diesen Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum. Hier sieht man diesen plötzlichen Zacken hoch und gleich wieder runter mit der Temperatur und auch mit dem Kohlendioxid. Also dieses PETM ist ein Zeitpunkt, wo sich die Erde sehr, sehr schnell und stark erwärmt hat. Und wie die Erde dann damals aussah, sah natürlich ein bisschen anders aus. Hier sind Karten, wie es aussah. Also Afrika war noch von einem großen Ozean von Europa entfernt. Indien war noch, die indianische tektonische Platte war noch nicht in die asiatische hereingekracht. Also die Himalaya gab es eigentlich nur anfänglich. Und die Erde war auch deutlich wärmer. Also es gab zum Beispiel auf der Arktis gab es Dschungel und große Lebewesen. Und was wir vom PETM sehen, ist diese sehr starke Temperaturerwärmung. Also hier zum Beispiel, dies zeigt eine Zeitskala von 58 bis 54 Millionen Jahren. Und hier in Rot sieht man Temperatur, das plötzlich vor 46 Millionen Jahren dann aufsteigt und danach wieder runtergeht. Über vielleicht einige 10 bis 100.000 Jahre. Das zeigen diese anderen, hier diese blauen Punkte sind die,
Temperatur des tiefen Ozeans, das sich langsamer noch weniger erwärmt, aber auch erwärmt. Und hier sieht man eine andere Rekonstruktion des Temperaturs. Also und für was wir verstehen vom PETM, ist es durch die Ausscheidung, plötzliche Großausscheidung von Kohlendioxid passiert, dass das Klima erwärmt hat. Und das Klima hat sich zwischen 5 und 8 Grad erwärmt, also eine ziemlich große Erwärmung, über so etwa 10.000 bis 20.000 Jahre, also auch ziemlich schnelle Erwärmung. Und es ist nicht nur, dass das Klima sich erwärmt hat, es stellt sich auch heraus, dass die Arktis und Antarktis, also die hohen Breitengrade, haben sich schneller erwärmt als um den Äquator herum. Genau, was wir auch jetzt sehen. Also die Arktis zum Beispiel erwärmt sich 2 bis 3 Mal so schnell wie der Äquator auch jetzt in der Klimaerwärmung. Und hier sieht man das in dieser Grafik. Also diese Grafik zeigt Breitengrad gegen Temperatur. Hier in dieser schwarzen Linie ist, was wir im Modernen sehen, also natürlich deutlich kältere Arktis und Antarktis als Äquator. Und diese blaue und gelbe Linien ist, was im PETM passiert wird. Also das heißt, das Ganze hat sich nicht nur erwärmt, sondern auch die hohen Breitengraden haben sich deutlich mehr erwärmt als der Äquator. Und ich entschuldige mich hier für das viele Englisch hier, aber dies zeigt einfach, auch wir benutzen also diese PETM als analog für die jetzige Erwärmung. Weil es die schnellste Erwärmung ist, die wir auch aus der geologischen Zeit kennen. Und wir es auch, also auch durch Kohlendioxid, also wegen Kohlendioxid passiert ist. Und was Sie hier sehen, ist, das sind jetzt 20.000 Jahre gegen Temperatur. Und diese blaue Linie ist die Erwärmung in diesem PETM. Die rote Linie ist, was wir jetzt machen. Und hier, wir sind hier etwa bei dieser roten Linie. Also wenn wir was in den Klimagebieten als Business as usual das Szenario passiert, also das heißt, wir machen nichts und verbrennen CO2 weiter, wie wir es jetzt machen, dann kommen wir etwa zur gleichen Erwärmung wie beim PETM. Nur wie man sieht bei dieser Grafik, deutlich schneller. Also da ist dieses Analog vom PETM für die Zukunftserwärmung ist auch nicht so gut vielleicht, weil natürlich die Erwärmung jetzt deutlich schneller passiert. Aber trotzdem, das PETM ist das Schnellste, was wir haben. Und aus dem PETM wissen wir zum Beispiel, dass wir auch Angst haben vor der Versauerung der Meere zum Beispiel haben müssen. Das wissen wir, weil wir zum Beispiel das PETM studiert haben. Also. Jetzt können wir haben, also Verwitterung, versucht Verwitterung während des PETMs zu erforschen, um zu sehen, was dann passiert ist und wie schnell dann das Kohlendioxid, das durch diese Vulkanausbrüche hinzugegeben wird, dann wieder aus der Atmosphäre rausgeholt wird. Und das machen wir jetzt natürlich ein bisschen schwierig, denn Verwitterung heißt, dass sich der Stein auflöst. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu suchen, wo kein Stein mehr ist, wenn es sich schon aufgelöst hat. Also was wir machen, ist, wir gucken dann die Chemie der Ozeane an, die in Stein von dem Zeitpunkt dann festgehalten wird. Also dies zum Beispiel ist von einer Insel in Dänemark, Fur. Und all diese Linien im Stein sind wie für die Sedimentsteine, die sich dann aufgeschichtet haben, die aus dem Meerwasser dann herausgekommen sind. Und die behalten dann die Chemie des Meeres fest. Und ich werde nicht genau eingehen, wie wir das gemacht haben, denn es ist kompliziert und wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Aber was wir machen, ist, wir benutzen die Isotope vom Element Lithium. Lithium, also das leichteste Metall im Periodensystem. Und einfach, weil Lithium gibt es eigentlich nur in Silikatgestein. Und weil wir natürlich die Verwitterung vom Silikatgestein, das ist der Prozess, das CO2 aus der Atmosphäre herausholt, sind wir an dem besonders interessiert. Und ich zeige nur diese Grafik hier, weil das zeigt, was wir gemacht haben. Also das sind verschiedene Bohrkerne, die wir hier sehen. Zum Beispiel hier drüben ist der Bohrkern von diesem Stein hier. Und unten ist tiefer in diesem Bohrkern, das heißt älter, und oben ist präsenter. Und sieht man zum Beispiel in Rot, dass die Lithium-Isotope, der Lithium-Isotopengehalt der Steine sich stark ändert. Also ich kann auch in die Fragen darauf eingehen, wenn Leute interessiert sind. Aber diese Veränderung
hat mit der Verwitterung zu tun. Also die Verwitterung wird mehr von Silikatgestein und das heißt, dass man diese Veränderung im Ozean und im Ozeansgestein dann sieht. Und was wir da machen können, ist auch Modellierung benutzen, um herauszufinden, was mit der Verwitterung und auch mit der Erosion passiert. Also Erosion ist der physische Teil der Verwitterung. Das heißt, der Gestein wird so physisch aufgebröselt und dann transportiert und die Verwitterung ist dann die chemische Reaktion, die dann danach kommt. Und was wir dann sehen während des PETMs, also das zeigt gegen Zeit, hier sind es 10.000, 20.000, 30.000 Jahre, 100.000, 2.000, 300.000 Jahre. Was wir sehen, ist, dass während dieser 5 bis 8 Grad Erwärmung ist die Verwitterung um etwa 50% gestiegen. Das heißt, es hat sich etwa 50% mehr Stein aufgelöst während des PETMs. Und es hat das Maximum nach etwa 20.000 bis 50.000 Jahren erreicht. Und die Erosion ist um etwa das Dreifache gestiegen. Also das heißt, die Prozesse, die CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen. Und die Erosion ist auch wichtig, weil Verwitterung geht deutlich schneller, wenn man kleine Gesteinsteile hat, als wenn man große Gesteinsteile hat. Einfach weil es mehr Angriffsfläche hat. Also wenn es mehr Erosion gibt, gibt es auch viele kleinere Gesteinsteile und dann kann die Verwitterung auch schneller reagieren. Das heißt also, in 20.000, 50.000 Jahren hat die Verwitterung viel CO2 aus der Atmosphäre rausgeholt und angefangen, das Klima wieder zu kontrollieren. Also, und zum Beispiel, also die dreifache Zunahme der Erosion. Hier zum Beispiel sieht man Flüsse aus Island. Und hier links sieht man einen Fluss, also ein normaler Fluss. Und das Wasser ist auch durchsichtig. Und hier rechts kommt ein Fluss vom Gletscher. Und ihr seht hoffentlich, dass hier deutlich mehr Partikel im Wasser sind als hier links im Fluss. Da sieht man auch, wo es dann sich zusammenmischt. Und dieser Unterschied ist etwa eine vierfache Zunahme der Erosion. Ich konnte keine genaue Dreifache in meinen Bildern von meiner Geländearbeit finden. Aber von so einer Änderung reden wir während des PETMs, dass die Flüsse, vielleicht die dreifache Zunahme der Erosion hört sich nicht so stark an, aber es ist eigentlich ziemlich viel. Dass wir, also die Flüsse haben sich deutlich geändert, wurden deutlich mehr trüb, deutlich mehr Partikel drin und deutlich natürlich mehr CO2 wurde aus der Atmosphäre rausgeholt. Und der Grund warum ist, weil der hydrologische Zyklus hat deutlich zugenommen. Das heißt, weil es wärmer wurde, gab es mehr Verdunstung und mehr Regen. Und deswegen wurden die Flüsse größer und es gab mehr Wasser auf dem Kontinent. Aber nicht nur das, sondern auch die Niederschlagsmenge wurde mehr, sondern auch die Niederschlagsintensität wurde mehr. Das heißt, es gab mehr Stürme, mehr Hochwasser. Und zum Beispiel, wenn man Modellierungen von wie das sich das verhält, dann sagt man, Erosion nimmt so um bis zu 10% zu für jede 1% Zunahme der Niederschlagsmenge und Intensität. Und sogar Beobachtungen in modernen Flüssen zeigt, dass Erosion so 15% zunehmen pro 1% Zunahme der Niederschlagsmenge und Intensität. Also das heißt, während dieses PETM, während dieser schnellen Erwärmung, gab es nicht nur mehr Verdunstung und mehr Regen, sondern auch deutlich mehr Stürme und Hochwasser. Und das ist natürlich auch, was wir jetzt während der heutigen Erwärmung sehen. Also hier sind natürlich Bilder, die wir alle aus den Nachrichten gesehen haben in den deutschen Hochwassern. Und das ist wegen Niederschlagsintensität. Also nicht nur, weil es mehr Regen gab, sondern weil diese größere Regensmenge auch in kürzerer Zeit dann passierte. Und es wird auch durch die Klimamodelle vorausgesagt in der Zukunft, dass es deutlich mehr zu deutlich mehr Niederschlagsintensität führen wird. Also mehr Hochwasser, mehr Stürme. Und genau das sehen wir auch im PETM. Also, wenn wir das zusammenfassen können, das PETM, wir haben diese Emission, es zeigt sich heraus, von etwa 12.000 Gigatonnen Kohlendioxid. Das sind 12.000 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. In etwa 50.000 Jahren. Das ist etwa 0,24 Gigatonnen pro Jahr. Nur im Vergleich, im Moment
stoßen wir etwa 40 Gigatonnen pro Jahr CO2 aus. Also diese Ausscheidung von CO2, das im PETM zu 5 bis 8 Grad Erwärmung geführt hat, ist um 2 Größenordnungen kleiner, als was wir jetzt machen. Und während des PETMs ist die Witterung dann um 50% gestiegen, Erosion um 300% und Niederschlag und Niederschlagintensität ist auch gestiegen. Und dann dauert es 20.000 bis 50.000 Jahre nach dieser CO2-Emission, bis die Verwitterung des CO2 wieder rausgenommen hat. Also es dauert etwa so lange, bis natürlich der Klima nach einer Veränderung wieder kontrolliert wird. Und wir können jetzt auch andere Erwärmungsphasen anschauen. Dies ist also eine Grafik von ganz vielen verschiedenen Erwärmungsphasen in der Erdgeschichte. Also was wir hier haben, ist Zeit an dieser Achse hier. Also 0, es ist 1 Million Jahre. Also hier 0,1 bis 100.000 Jahre. Und hier sind wieder Lithium-Isotope. Die Lithium-Isotope sind nicht wichtig. Was wir hier zeigen, ist, wie lange es dauert, bis wir zu dem niedrigen Punkt kommen. Und der niedrige Punkt ist der Teil, wo die Verwitterung am höchsten ist, also wo dann die Verwitterung das Klima wieder kontrolliert hat. Und was wir hier haben, sind verschiedene Erwärmungszeichen. Also wir haben hier in Grün haben wieder dieses PETM, von dem ich gerade geredet habe. Und was wir hier auch zum Beispiel in Blau haben, ist eine frühere, was auf Englisch Hyperthermal heißt, also eine frühere Erwärmungsphase, kurze Erwärmungsphase der Erde. Und das sind eigentlich alle diese. Und hier links zeigt es einfach, wie lange diese gedauert haben. Also wir haben etwa 40.000 Jahre von PETM, aber wir haben auch Zeiten, wo es dann einige 100.000 bis 600.000 Jahre gedauert hat. Also es ist veränderbar. Es ist nicht, dass wir sagen können, jedes Mal, wenn CO2 zur Atmosphäre zugegeben wird, dauert es genau 50.000 Jahre, bis alles wieder kontrolliert ist, sondern es dauert einige 10 bis 100.000 Jahre. Und diese Variabilität ist aufgrund von, wo genau die tektonischen Platten zu dem Zeitpunkt gewesen sind, was die genauen Gesteinsarten sind, wie viel Wasser verfügbar ist und auch wie lange es gedauert hat, das CO2 freizusetzen, das zur Erwärmung geführt hat. Natürlich, wenn es langsam gedauert hat und immer mehr CO2 hinzugegeben wird, wird die ganze Phase länger dauern, das wäre dann eine plötzliche kurze Ausscheidung von CO2. Aber es heißt, es dauert einige 10.000 bis 100.000 Jahre, um das Klima zu kontrollieren. Das heißt auch, von unserer Erwärmung jetzt, wenn wir nichts machen, wird es einige 10.000 bis 100.000 Jahre dauern, bis das Klima wieder zu der Konzentration zurückgekehrt hat, wo es vorher war. Und jetzt werde ich jetzt ein bisschen von der Zukunft reden und was die Verwitterung dann ausmachen kann mit der jetzigen Klimaerwärmung. Also wir wissen alle, natürlich, dass das Klima sich erwärmt. Hier ist die Keeling-Kurve genannt wird, also die CO2-Konzentration der Atmosphäre, die jetzt natürlich immer weiter hochgeht. Und wir haben jetzt vor einer Woche, habe ich es runtergeladen, 420 ppm, also Teile pro Million Konzentration der Atmosphäre. Vor genau einem Jahr waren es 416 ppm und vorindustriell waren es 280 ppm. Also der Klima... Die Konzentration steigt an und steigt immer schneller an. Und das ist natürlich ein Problem, das wissen alle mit Temperatur. Dies ist nur die monatliche Temperatur seit 1850 bis jetzt, also bis 2020 in diesem Fall. Und wir sehen, jede Umdrehung ist ein Jahr. Und wir sehen, bis zum 70er ist wenig passiert. Und jetzt, seit den 90ern, wird es natürlich stark wärmer. Also die Erwärmung wird auch deutlich schneller. Und weil ich natürlich Geologe bin, schaue ich mir das auch in längeren Zeitskalen an. Also ich zeige euch kurz, was die jetzige Zunahme der CO2-Konzentration heißt. Also dies ist jetzt die CO2-Konzentration der letzten 1000 Jahre. Also hier sieht man natürlich, was jetzt passiert. Und das ist natürlich deutlich höher als über die letzten 1000 Jahre. Auch über die letzten 10.000 Jahre. Also hier sind wir jetzt wieder. Über 400 ppm, das ist die CO2-Konzentration. Und dies ist jetzt vor 10.000 Jahren. Also außer was wir gemacht haben, ist eigentlich wenig passiert mit der CO2-Konzentration. Jetzt die letzten 800.000 Jahre. Also hier sieht man, hier sind wir wieder deutlich höher. Jetzt sieht man auch, fängt man an, Änderungen in der natürlichen CO2-Konzentration der Erde zu sehen. Und dies sind die Eiszeiten. Also hier unten, wo es ganz niedrig ist, ist die letzte Eiszeit.
Und dann wird es höher, das ist die Zwischeneiszeit, und dann hier wieder runter, das ist die vorletzte Eiszeit und so weiter, diese, immer wieder diese Eiszeiten. Und trotzdem, also dieser Unterschied zwischen einer voller Eiszeit und präindustriell ist etwa 4 Grad. Und das ist diese Anzahl an CO2-Änderungen. Und jetzt sieht man natürlich, wo wir jetzt sind. Also man sieht, es geht nichts drüber raus. Unsere CO2-Konzentration wird deutlich zu sehr starken Klimaveränderungen führen. Und ich kann sie jetzt noch vergrößern, die letzten 70 Millionen Jahren. Also dies ist jetzt hier, dieser linke Teil zeigt etwa 5 bis 70 Millionen Jahren eine CO2-Konzentration. Also hier ist wieder dieses PETM. Und hier sieht man, CO2 geht deutlich ab. Dieser Teil in der Mitte zeigt etwa 100.000 bis 1 Million Jahre. Und hier sind diese Eiszeitschwankungen, die ich gerade gezeigt habe. Und hier sind jetzt in Blau, sind wir jetzt bis Jahre etwa, wo wir jetzt sind. Und dann diese anderen Linien sind die Projektionen. Und es hängt natürlich ab, was wir jetzt in der Zukunft machen. Also was hier als sehr einfach SSP58,5 heißt, das ist die, was normal Business as usual heißt. Was passiert, wenn wir einfach jetzt weiter Kohle und sowas verbrennen, ohne irgendwas dagegen zu machen. Das heißt also, wir werden die projizierte Erwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts etwa so viel, wie es in zum Beispiel in dem PETM oder wo es auch eigentlich Dschungel auf der Arktis gab. Und es gibt natürlich andere Projektionen, wenn wir ein bisschen intelligenter sind, was wir machen. Und darauf werde ich jetzt auch eingehen. Bevor ich darauf eingehe, wir haben in den letzten 2 Jahren ein interessantes Experiment geführt, über was mit Kohlendioxid und Ausscheidung passiert. Und das ist natürlich die SARS-Krankheit, also Covid. Und natürlich, weil besonders in 2020, als es anfing, haben wir deutlich weniger Kohlendioxid ausgeschieden, weil wir alle nicht gereist sind und deutlich weniger auch Industrie passiert ist. Also erstmal, dies sind Bilder von einem Sentinel-Satellit über die Luftverschmutzung. Also nicht Kohlendioxid, sondern hauptsächlich Stickstoffdioxid. Und da sieht man zum Beispiel, hier ist England hier unten, hier ist Mai 2019, also und hier sieht man rot, besonders über London und andere industrielle Gebiete, wo viel Luftverschmutzung war. Dann im Mai 2020 ist es deutlich weniger geworden, wegen dieses Lockdowns. Und dann im Juni 2020 hat es angefangen, wieder mehr zu werden. Und genau sieht man gleich über Europa. Hier ist es in 2019 und hier dann im März, April 2020. Also die Luftverschmutzung hat abgenommen, aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie Kohlendioxidausscheidung. Also hier sehen wir die Kohlendioxidausscheidung von 2019 verglichen mit 2020, bis von Januar bis Juli. Also hier haben wir zum Beispiel Elektrizitätsherstellung, das hat sich eigentlich nicht so viel verändert, natürlich, weil wir alle Elektrizität verbraucht haben. Was sich deutlich natürlich verändert hat zwischen 2019 und 2020, ist der Transport hier und natürlich die Flugzeuge, die sich natürlich stark verändert haben. Das heißt also, im Großen und Ganzen haben wir weniger CO2 ausgeschieden in 2020 als in 2019 oder auch in 2021. Und die Frage ist, es war eigentlich, wie wir uns alle daran erinnern, ziemlich, die Lockdown war ja ziemlich hart, besonders auch in China und Amerika und Indien und all diese Länder, die viel CO2 ausscheiden. Und was hat das zur Atmosphärenkonzentration beigetragen? Und die Antwort ist extrem wenig. Also hier sieht man die CO2-Konzentration von 2018 bis 2020, diese graue Linie ist, was dann passiert wegen den Jahreszeiten, weil es in der Nordenhemisphäre viel mehr Pflanzen gibt als im Süden. Deswegen ändert sich die CO2-Konzentration über den Lauf des Jahres. Aber natürlich im Allgemeinen geht die Konzentration hoch. Und in Rot ist, was projiziert wurde, wenn alles normal gewesen wäre in 2020. Und in Blau ist, was eigentlich geschehen ist. Also wegen dem ersten Teil von Corona von Januar bis Juli 2020 hast du die CO2-Konzentration der Atmosphäre um nur 0,4 Teil pro Million versenkt.
Also, dann, wir haben jetzt eine Konzentration von etwa 420 Teile pro Million. Also, das heißt, wenn wir nur, also wenn wir, wir wollen ja, dass das Klima sich nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmt, sonst haben wir gefährliche Klimaerwärmung. Das heißt, wenn wir diese Klimaerwärmung nur auf nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen wollen und das nur machen, indem wir weniger CO2 ausscheiden, dann müssen wir, was wir in 2020 gemacht haben, jedes Jahr kumulativ machen. Also dann hätten wir 2021 immer noch das Gleiche, also genau das Gleiche, wie in 2020 machen würde, das Doppelte sozusagen. Und 2022 das Dreifache. Und das ist natürlich nicht geschehen und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es geschehen wird. Das heißt, dass wir überhaupt nicht mehr fliegen würden. Eigentlich müsste unsere Industrie auf das vielleicht 10%, was jetzt ist, runterschalten, keinen Transport mehr, und das wird offensichtlich nicht geschehen. Und das sieht man auch in Deutschland, dass die CO2-Ausscheidung von Deutschland selber von jetzt von 1850 bis 2021, glaube ich, hier. Also wir haben unser Maximum in 79 erreicht, seitdem geht es runter. Und wir haben natürlich auch die Ziele, bis 2030 wollen wir dann dass wir auch in 1900 geschafft, also 1905 geschafft haben oder auch in 1950. Und bis 2050 wollen wir klimaneutral sein. Ich glaube, jetzt haben die Grünen gesagt 2024, kann ich mehr, vielleicht war es 2050. Aber jedenfalls wollen in den nächsten 20 bis 30 Jahren wollen wir klimaneutral sein. Das heißt, wir dürfen eigentlich kein CO2 mehr ausscheiden. Was das eigentlich heißt, ist, dass wir CO2 aus der Atmosphäre herausholen müssen, weil wir es nie schaffen werden, kein CO2 auszuscheiden, weil alle Industrie scheidet CO2 aus. Und das heißt auch, also sind die globalen Projektionen von dem IPCC, das ist die Intergovernmental Panel for Climate Change, also die Klimawechselpanel für die Vereinigten Nationen. Und hier sind die Projektionen, die verschiedenen Szenarien, für was CO2 machen wird bis im Jahr 2100. Also hier ist wieder in Rot, ist dieses Business as usual. Also bis zu 5 Grad Erwärmung bis 2100. Und man sieht, das Einzige, wo es wirklich nur schafft, 1,5 Grad zu erwärmen, also hier unten ist die Temperatur, also unten rechts ist Temperatur, oben links ist CO2-Ausscheidung. Und das einzige Szenario, wo es sich wirklich schafft, dass die Erwärmung dann stabil wird bei oder unter 1,5 Grad, ist ein Szenario, wo wir anfangen, in negative Emissionen zu gehen. So negative Emissionen heißt, wir nehmen mehr CO2 aus der Atmosphäre raus, als wir zur Atmosphäre hinzugeben. Das heißt, wir müssen Prozesse haben, die dann CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Und ich werde jetzt in den letzten paar Minuten von einem von diesen reden, weil natürlich theoretisch könnte Verwitterung einer von diesen Prozessen sein, wenn wir verschnellern können. Also diese Prozesse heißen auch negative Emissions, negative Emissionen und auch Geoengineering. Und es gibt verschiedene Methoden. Einige hören sich total verrückt an, also Spiegeln im Weltall zu haben, die das Sonnenlicht reflektieren und deswegen die Erde abkühlen. Man könnte es zum Beispiel auch mit mehr Wolken machen. Sie würden die Sonne auch reflektieren. Natürlich würde das auch dazu führen, dass wir deutlich mehr Wolken haben. Also die Pflanzen auf der Erde würden dann langsam mal wachsen. Man könnte Arten von Aerosolen in die Atmosphäre hinzugeben, damit sie auch das Sonnenlicht reflektieren. Alle diese würden theoretisch dazu führen, dass die Erde sich abkühlt, aber natürlich auch zu verschiedenen anderen Prozessen führen, die natürlich nicht so gut sind für uns. Und es gibt natürlich andere Prozesse. Wir können Bäume wachsen lassen, zum Beispiel. Das ist sehr wichtig. Und wir können auch versuchen, dann in anderen Prozessen CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen. Und hier sind einige Methoden, die stark erforscht werden, um das zu schaffen. Also zum Beispiel Aufforstung oder Wiederaufforstung wird sehr wichtig sein, weil natürlich Bäume sehr effizient sind. Das heißt aber, dass unsere Benutzung des Landes sich stark ändern muss. Und ich muss dazu sagen, es gibt kein Szenario im Moment für die nächsten 30 bis 50 Jahre, wo sich nicht Sachen stark ändern. Also an den Szenarien, wo wir jetzt
alles ein bisschen wärmer wird und wir ein bisschen mehr Recycling machen und vielleicht ein bisschen weniger an Flugzeug fliegen, daran sind wir jetzt vorbei. Das ist nicht genug. Und der letzte, in dieser Woche ist die letzte, das Report von der IPCC rausgekommen und sagt, wenn wir jetzt nicht deutlich sehr viel machen, dann ist es zu spät. Wir haben jetzt nur noch die Chance, um deutlich unser Leben zu ändern und wie wir die ganze Handhaben mit Produktion, mit Industrie, mit Bodenverwendung benutzen. Das muss sich alles jetzt ziemlich stark ändern. Sonst werden wir es nicht schaffen, dass die Erde sich nicht ziemlich gefährlich erwärmt. Also Aufforstung ist möglich, aber wir müssen viel aufforsten. Es gibt auch zum Beispiel Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung. Das heißt, wir wachsen und verbrennen Pflanzen, aber wir müssen den Kohlenstoff speichern irgendwo, damit es nicht wieder zurück in die Atmosphäre geht. Es gibt Bodenbewirtschaftung. Das heißt, wir in den Boden dann mehr CO2 hinzugeben und wird in den Boden gelagert. Es gibt direkte Luftabscheidung und Lagerung, auch DAX genannt. Das ist nicht sehr effizient im Moment, weil verglichen mit was aus dem Schornstein eines Kraftwerks rauskommt, ist CO2 in der Atmosphäre eigentlich niedrig konzentriert und deswegen ist nicht so effizient. Es gibt auch Ozeandüngung, wo man Nährstoffe zum Ozean hinzugibt und versucht dort dann mehr Photosynthese und mehr Kohlenstoffausscheidung zu haben. Das ist schwierig zu machen, denn es stellt sich heraus, wenn man irgendwas in einem Teil des Ozeans macht, dann hat es Konsequenzen für das ganze Ozean. Und da haben wir ein bisschen Angst. Und es gibt auch zum Beispiel verstärkte Verwitterung. Und darauf werde ich jetzt nur kurz reden, weil wir jetzt das auch jetzt probieren. Also verstärkte Verwitterung heißt, versuchen, Verwitterung schneller zu machen, indem wir dann Gestein zermalmen und dann auf Feldern ausflügen. Also im Moment, die natürliche Verwitterung im Moment nimmt etwa 400 Megatonnen, also Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre. Und unsere Emissionen sind 40 Gigatonnen, also 40 Milliarden Tonnen pro Jahr. Und modellgemäß könnte dieses Enhanced Rock Weathering, also verstärkte Verwitterung, könnte bis zwischen 5 und 10 Gigatonnen pro Jahr rausholen. Also könnte bis zu 25% von unseren jetzigen Ausscheidungen rausnehmen. Und wenn wir das schaffen, auch weniger auszuscheiden, dann könnte es ziemlich wichtig sein. Die Sache ist, um das passieren zu müssen, das ist erst mal Modelle, die dann berechnet wurden. Und das müsste dann fast jedes Feld sein in der ganzen Welt. Müsste Gestein drauf eingefügt werden. Das würde zum Beispiel als Dünger funktionieren. Also da würden vielleicht die Pflanzen auch besser wachsen. Aber das von der Größenordnung, von denen wir reden, es gibt keins, wo wir dann ein bisschen hier und da machen. Die Größenordnung heißt ja, unsere Industrie, die CO2 aus der Atmosphäre rausholt, muss ja mindestens genauso groß sein, wie die Industrie, die CO2 zur Atmosphäre hinzugibt. Sonst können wir ja nie mehr rausnehmen, als wir hinzugeben. Also das heißt, alles, was wir machen, um CO2 rauszuholen, muss riesig sein. Und mit dieser Enhanced Weathering, dieser verstärkten Verwitterung, müsste es dann fast jedes Feld sein. Und die Idee ist dann, man müsste entweder Bergbau benutzen, um die Steine abzutragen, aber man könnte es auch, man hofft, dass man dann auf den, was im Englischen Slag heißt, also die vom Bergbau, diese Haufen von Steinen, die nicht benutzt worden sind, sind die eigentlich schon zermalt und dann, die könnte man benutzen. Die werden dann zermalmt, transportiert, eingeflügt in den Feldern und dann wird die Verwitterung schneller und hoffentlich nimmt dann mehr CO2 aus der Atmosphäre heraus. Und die Theorie hier ist wieder ein Trecker, der das macht bei Experimenten. Und hier zum Beispiel sehen wir so eine Landschaft, wo die CO2-Rausnahme aus der Atmosphäre ist sehr hoch im Gebirge, weil da viel Stein ist, das dann durch Gletscher und Kälte zermalmt wird. In einem normalen Feld, hier wo auf der Flussebene, ist die CO2-Rausnahme wenig. Aber wenn man dann Stein dazugeht, wenn man diese Enhanced Weathering macht, dann nimmt man mehr CO2 aus der Atmosphäre heraus. Und hier wieder ist eine Modellierung für was ein Unterschied das bei jedem Land machen würde. Wenn das konsequent, also auf fast alle Felder in jedem Land dann getan wird. Und hier zum Beispiel in Deutschland, also wir reden hier von, das ist jetzt in Gigatonnen Kohlendioxid pro Jahr. Also es könnte in Deutschland so bis knapp unter 0,1 Gigatonnen
im Jahr CO2. Das sind 20% von unserem 2030-Emissionsziel. Und wie gesagt, die Modelle, das sind erstmal alles Modelle global, sagt, die eine verstärkte Witterung könnte das atmosphärische Kohlendioxid bis 2100 um zwischen 30 und 300 Teilen pro Milliarden senken. Also es könnte wenig sein, 30 ist okay, aber nicht besonders gut, 300 ist natürlich viel, aber es müsste dann konsequent angewendet werden. Und wir wissen natürlich nicht, ob es irgendwelche Nachteile von diesem Prozess gibt. Und dazu ganz am Ende, es gibt Versuche natürlich, wir versuchen das zu machen. Dies ist das in Deutschland jetzt passiert, das heißt Projekt Carbdown oder Carbon Drawdown Initiative. Und hier sieht man, wir haben zum Beispiel angefangen in Fürth, das ist in Bayern, und Bramstedt ist in Norddeutschland, jetzt auf kleinen Feldern. Hier sieht man wieder Flücht. Und da gibt es einfach diese verschiedenen Stellen, wo verschiedene Gesteinssorten hinzugeben. Und dann proben wir das und sehen, was dann passiert. Nicht nur mit CO2-Herausnahme, sondern auch mit, ob das Gestein als guten Dünger funktioniert, ob die Pflanzen noch gesund sind, die drauf wachsen, etc. Und wie schnell sich das Ganze auflöst. Natürlich, wenn es sich langsam auflöst, dann ist natürlich Enhanced-Weatherung nicht so nützlich, als wenn sich der Gestein schnell auflöst. Und weil wir gesehen haben, dass Temperatur einen großen Unterschied macht, wird es wahrscheinlich wichtiger in den Tropen sein, zum Beispiel das zu machen, als in Deutschland oder in Nordeuropa zum Beispiel. Und zuletzt, um diese Prozesse an Kohlendioxid-Herausnahme zu machen, also wenn es in Harms Weathering oder auch andere Prozesse sein, und am wahrscheinlichsten oder am günstigsten ist wahrscheinlich, wenn wir sehr viele verschiedene Prozesse benutzen, denn eins wird nicht genug sein, dann muss natürlich der Kohlenstoffpreis hoch genug sein, denn es muss sich rentieren, das alles zu machen. Und es ist etwa bei Enhanced Rock Weathering braucht man etwa 70 bis 160 Euro pro Tonne CO2, um das zu machen. Und bei anderen Methoden ist es normalerweise etwa über 100 Euro pro Tonne. Und wie ihr seht, dies ist der Kohlenstoffpreis bis letzte Woche, als ich den Vortrag geschrieben habe. Und ihr seht, es geht jetzt stark hoch. Wir sind noch nicht ganz bei 100 Euro pro Tonne, aber sind jetzt so über 80. Und das ist wegen, weil die Politik jetzt anfängt, ein bisschen dafür zu drängen, dass der Kohlenstoffpreis hochgeht. Also Kohlenstoff wird als gefährliche Ausscheidung jetzt betrachtet von der EU. Und das heißt, dass die Industrie muss dann anfangen zu zahlen, also Steuer zu zahlen, um Kohlendioxid auszuscheiden. Und dieses Geld kann dann benutzt werden für die Technologie, um dann negative Emissionen zu schaffen. Also, das war es eigentlich. Also die Schlussfolgerungen sind, also Silikatverwitterung ist eigentlich der wichtigste Prozess, der das natürliche Klima reguliert. Das kann man also von diesem Vortrag entnehmen. Silikatverwitterung auf dem Kontinent ist extrem wichtig. Und natürlich läuft es auf Zeitskalen von einige 10 bis 100.000 von Jahren ab. Also das heißt, wenn sich das Klima schnell erwärmt oder auch abkühlt, dann dauert es etwa so lange, bis es wieder sich normalisiert. Und vielleicht können wir diesen Prozess beschleunigen, um zur Klimaneutralität beizutragen. Aber da gibt es sehr viele Fragezeichen, wo wir jetzt ein bisschen experimentieren. Aber es sind auch erhebliche Veränderungen, wie wir das Land handhaben und auch unseren Lebensstil handhaben. Und das wäre es. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Sie können den Bildschirm vielleicht mal wieder freigeben, kurz. Ja. Erstmal herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Sehr informativ und prägnant vorgetragen. Sehr schön. Oder auch erschütternd, je nachdem, wie man die Perspektive mal einnehmen will. Wir sind halt eben in einem großen Experiment im Moment. Ja, das kann man sagen. Ihr Vorschlag ist natürlich genial, sozusagen den natürlichen Prozess einfach nur zu verstärken. Nur die Faktoren der Verstärkung sind ja doch wiederum eigentlich, für mich ist das ja Science Fiction irgendwie. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, zumindest es müsste über marktwirtschaftliche Sachen geregelt werden, dass jetzt die Landwirte von alleine drauf kommen, dass wenn sie den Dünger nehmen, im besten Fall wäre dieses Gesteinsmehl auch Dünger
und sie könnten in anderen Dingen einsparen. Also eine echte Win-Win-Situation. Das klappt wahrscheinlich auch nicht auf jedem Boden. Braunerde, Schwarzerde, alles, was es gibt. Ja, in Moorboden klappt es vielleicht besser als sonst wo, auf Sandboden. Das so Terraforming, nee, Terraforming darf man sich nennen, die Erde haben wir ja schon, sondern es ist Geoengineering, ein bisschen weniger, ja. Aber so ähnlich geht es ja, so ähnlich ist es ja. Ich meine, es ist, man würde am liebsten das nicht machen müssen. Ja. Und ich meine, das und vor 10 Jahren, als ich in diese Forschung angefangen habe mit Geoengineering, haben wir noch immer gehofft. Man sagte, wir forschen jetzt, falls wir das machen müssen, aber hoffen, dass wir es nicht machen müssen. In den letzten 10 Jahren haben wir gemerkt, wir haben wahrscheinlich keine Wahl mehr, dass wir müssen das jetzt machen. Darum kommen wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir herausfinden, was die Nachteile sind, welcher Prozess am besten ist, welche können wir am meisten vergrößern, damit das auch auf der Größenordnung passieren kann, die wir brauchen. Bei manchen gibt es ja schon, die Infrastruktur gibt es ja bei manchen schon, also die Düngerinfrastruktur gibt es. Wir können ja schon Gestein ausbuddeln und zermalmen, dafür haben wir auch die Infrastruktur. Also manche Sachen gibt es. Und manche Sachen können wir benutzen, aber manche Sachen werden zu einer großen Veränderung führen müssen. Also die Frage ist, ob wir das schaffen zeitlich oder nicht. Naja, trotzdem, der Charme Ihres Vortrags, Ihres Vorschlages ist enorm, einfach weil man ja sowieso das Land bewirtschaftet. Und man nutzt einen natürlichen Prozess. Man sieht ja ab und zu mal Großgeräte, glaube in Island oder was, wo mit enormem Energieaufwand versucht wird, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu bekommen. Also alle technischen Lösungen kann ich mir wirklich nicht im Großmaßstab vorstellen. Allenfalls die Emissionen, also sozusagen, dass man Kraftwerke mit Filter einbaut. Aber all das, was man ja rausholt, kostet ja wieder Energie. Ne? Also dass die Effizienz sinkt ja dann dadurch auch. Ihr Prozess nutzt ja eigentlich die Natur und verstärkt sie nur. Ne? Also ja, ich muss ja sagen, es gibt ja natürlich auch Emissionen, weil man das Gestein vermahlen muss und auch transportieren muss. Ja, ist klar. Okay. Und da kommen natürlich auch Emissionen. Man kriegt nie etwas für nichts. Nicht wahr? Das ist immer auch das Problem. Also deswegen sind auch die Forschungsarbeiten, die wir machen, herauszufinden, genauso effizient der Prozess ist, damit wir auch wissen, wie viel dass wir das Verbrauch anbringen müssen. Denn wenn es total ineffizient ist, dann lohnt sich das gar nicht. Wenn es extrem effizient ist, haben wir die Erde gerettet. Und wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Nicht wahr? Das ist dann aber jetzt so viele Prozesse, die möglich anwenden. Wie messen Sie jetzt die Effektivität auf Ihren Probeflächen? Also, wir beproben das Wasser, also das Regenwasser fällt runter und wir haben dann, was Lissimeter genannt wird, also das sind Schläuche, die im Boden drin sind. Und da saugen wir Wasser ab, das dann durch die Erde gelaufen ist und das analysieren wir dann. Und sehen, was sich dann aufgelöst hat und was die Chemie des Wassers, wie sich das geändert hat. Und Sie experimentieren auch mit verschiedenen Korngrößen, also gleiches Material, aber verschiedene Korngrößen. Das ist ja ein entscheidender Punkt. Ja, genau, auch verschiedenes Material, genau. Also je kleiner die Korngröße, desto schneller löst sich auf, aber desto mehr CO2 wird ausgestoßen bei der Zermalmung. Mhm. Also wir wollen die genau richtige Korngröße finden, ja. Das machen wir auch im Labor und auch in dem Feld sozusagen. Mhm. Jetzt waren im Chat eine ganze Menge von Fragen auch. Gibt ja andere Projekte, die arabische Halbinsel aufzuforsten oder vielleicht in der Sahara, ich weiß jetzt gar nicht. Haben Sie da Kenntnis darüber, ob solche Waldaufforstung, ich meine, man muss ja Wasser hinbringen. Ne? Das genau, ist das ist also das Problem, wie viel Wasser. Also Aufforsten von der Sahara ist, glaube ich, nicht. Aber es muss ja nicht nur Aufforsten sein, also man kann verschiedene Sachen in verschiedenen Stellen sein. Wenn man die Erde als Ganzes betrachtet, dann könnte man Solar zum Beispiel in der Sahara machen. Es gibt, man kann in Nordwesteuropa kann man ja Windturbinen oder Wellenturbinen beim Meer benutzen. Aufforsten. Am besten ist natürlich aufforsten ist immer eine gute Idee, weil man dann auch weniger Hochwasser bekommt. Also zum Beispiel bei der Ahr und diese ganzen Fluten wäre die Flut deutlich besser gewesen, auch die Lawinen, die dadurch entstanden sind, wenn natürlich mehr Bäume da gewesen sind. Denn die schützen einen vor Hochwasser und Fluten. Also am besten ist wieder aufforsten vom Land, das vorher Bäume gehabt hat. Und man benutzt zum Beispiel die Sahara oder Saudi-Arabien für andere Zwecke, wie zum Beispiel Elektrizität durch Solarplatten. Man muss am effizientesten sein wie möglich. Also viel Wasser herzustellen, um die Sahara aufzuforsten, ist wahrscheinlich mehr Energie verbrauchen als
Ja gut, man hätte wieder vielleicht Entsalzungsanlagen, die mit Solarenergie funktionieren. Aber das, Okay. dann könnte man auch die Solarenergie benutzen, um Elektrizität herzustellen, das Okay, wäre direkt gleich. effizienter, Ja, als dann stimmt. überall so mehrere Prozesse Ja. zu machen. Naja gut, man trotzdem, ja, die Albedo würde sich ja noch ändern, ne, wenn man aufforstet. Das stimmt auch. Die Frage, ja, also das stimmt. Man müsste, das ganze Problem mit Sahara direkt ist natürlich, es ist Sand und nicht Boden. Man braucht Ja, einen ja. Boden. Ein Boden dauert Ja, einige vielleicht müssten Sie hunderttausend unseren Jahre. Zuschauern als Geowissenschaftler mal den Unterschied zwischen Sand und Boden, weil normalerweise ist das Sand, ist doch einfach, da steckt man einen Baum rein, dann wächst er doch. Nee, Ja, ne? also Boden ist eigentlich, also die Erde ist eigentlich ziemlich kompliziert. Also man Machen hat Sie es einfach, unten, bitte. ja, also Erde ist, was Stein war, aber die wasserlöslichen Elemente sind wegtransportiert durch Verwitterung. Und die unlöslichen Elemente, zum Beispiel Aluminium und Titan oder Eisen, sind hinterhergeblieben. Und dann kommen noch zum Beispiel Würmer und das ganze Organische dazu. Also daraus bekommen diese schwarze Erde, wo drin Pflanzen wachsen. Und im Sand, was eigentlich nur Steinquarz ist, da kommt eigentlich nichts raus. Da wächst eigentlich sehr wenig und das Wasser fließt ganz schnell durch. Also das Gute am Boden ist, dass das Wasser auch aufsaugt wie ein Schwamm. Das können die Pflanzen dann benutzen. Bei Sand geht das einfach nicht. Das heißt, man müsste den Saharasand erst mit anderer Erde mischen, sozusagen, also irgendwie befruchten, wenn man so will. Genau, Also ja. okay, das ist natürlich auch ein etwas langwieriger Ein großer Prozess. Aufwand, ja. Ja, klar. Jetzt waren noch ein paar ketzerische Fragen im Netz, hier im Chat, ist ja klar. Was antworten Sie jemandem, der sagt, ist es nicht logisch, dass die Durchschnittstemperaturen steigen, wenn wir aus einer Kältephase kommen? Ah ja, also es gibt die Sache, also ich hatte fast die Folie auch gezeigt, aber dann war doch mein Vortrag zu lang. Also es gibt, die Theorie ist, dass wir eigentlich wieder, und es war auch hier dann vor, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren, hatten wir auch Angst davor, dass wir jetzt wieder in eine Eiszeit gehen. Müssen Weil wir eigentlich, eigentlich ne? wir haben ja gute 10, 20 Eiszeiten gehabt. Und wenn man das ist ja sehr, sehr regelmäßig, weil es durch tatsächlich das Orbital Erde, wie sich die Erde die Sonne zuzeichnet, wie weit weg von der Erde. Milankovitch-Zyklen heißen die, ne? Genau. Milankovitch-Zyklen, ja, genau, ja. Und deswegen, daraus hat man schlussgefolgert, dass die Erde sich eigentlich wieder jetzt abkühlen soll. Und die Theorie ist, dass die Menschheit vor 1000 Jahren durch die Entwicklung der Agrikultur, also die Abholzung von Wäldern, jetzt vor 5000 Jahren oder so, genug Bäume abgeholzt hat, dass die Erde aufgehört hat abzukühlen. Also schon vor mehreren tausend Jahren haben wir das Klima stark genug geändert, um eigentlich, das war eine Positivsache für uns natürlich. Wir haben also positiv und jetzt sind wir einfach ein bisschen zu weit gegangen und die Erde erwärmt sich zu stark. Die andere Sache ist, auch wenn die Erde sich jetzt abkühlen würde, was sie jetzt machen ist um mehrere Größenordnungen schneller, als wie sie die Erde sowieso abkühlen würde. Also es ist zwei verschiedene Ich Größenordnungen. glaube, das ist genau, glaube ich, der Punkt. Solche Fragen, die argumentieren oft oder legen Wert auf das Qualitative, was natürlich immer schon, es gab ja Veränderungen, aber ich glaube, das Dramatische, was wir jetzt haben, ist einfach die Kürze der Veränderung. Ja, Unabhängig von ihrer Höhe, einfach, dass es innerhalb von Jahrzehnten Prozesse stattfinden, die normalerweise vorher 10.000 Jahre gedauert haben. genau, ja. Das bringt mich natürlich jetzt auf eine andere Sache. Ich hatte den Eindruck, Sie zeigen etwas schnell hoch und dann ist die Zeitskala, oder nee, irgendwas geht hoch und die Zeitskala, mit der es abfällt, ist ähnlich vielleicht wieder. Wenn etwas 10.000 Jahre aufwächst, dann dauert 10.000 Jahre runter. Weil Sie das Eiszeit schon ansprachen, gibt es denn irgendwelche Ideen, die die Möglichkeit betrachten, durch unser extremes Emittieren von CO2 und extremes Umkippen des Klimas in Richtung heiß, dass es genauso schnell wieder in die andere Richtung runtergehen könnte, durch irgendeinen Rückkopplungseffekt, sodass wir dann zum Schluss in 500 Jahren in der Eiszeit stecken. Es klingt total irre, aber könnte sowas überhaupt sein? So ein Also wir Überkippen, also glauben extrem nicht. hoch, weil es extrem hoch geht, so schnell geht es deshalb auch so extrem schnell wieder runter. Ich wüsste nicht Also wie, aber. nein, weil die Residenzzeit von Kohlendioxid in der Atmosphäre zu lang ist. Da ist auch unser Problem. Deswegen ist während der Covid-Zeit, obwohl wir die Emissionen runtergegangen sind, hat sich die CO2-Konzentration der Atmosphäre kaum geändert, weil die Residenzzeit, also wie lange Kohlendioxid in der Atmosphäre bleibt, ist deutlich länger als das.
Also wir können, es kann gar nicht so schnell runtergehen. Also, okay, theoretisch, wenn wir eine Methode erfinden, die, ich weiß nicht, 200 Gigatonnen pro Jahr CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen, dann könnten wir das machen. Aber wenn sonst nicht. Also wenn wir zum Beispiel jetzt genauso viel rausnehmen, wie ausgeschieden wird, dann wird es nur so sehr, sehr, sehr langsam. Ich meinte gar nicht einen künstlichen Prozess, der das dann runterbringt, sondern tatsächlich, ob man die natürlichen Prozesse, die man kennt, ob man da Parameterbereiche sich vorstellen könnte, die ein solch starkes Weathering, also Verwittern plötzlich, dass wir hier gar nicht mehr leben könnten durch lauter Sturzbäche jeden Tag und die Verwitterung wäre so enorm, dass natürlicherweise sozusagen wir in einen Zustand kommen, der vielleicht noch nie irgendwie war, nur ob sie Modelle hergeben würden, Regler hochzuschieben, um eine Welt sich auszudenken, in der man nicht leben will, aber die möglich wäre. Also ich kann nur sagen, wir haben es nie beobachtet in der Erdgeschichte. Mhm. Also theoretisch, wenn zum Beispiel wieder ein Meteorit von der Größe, die Dinosaurier ausgelöscht hat, kommt, dann haben wir ja plötzlich sehr viel Gestein, das auf der Erde gelandet ist. Aha. Und es gibt Ideen, dass diese zu einer kurzen, sehr starken Verwitterung geführt hat. Nicht ganz so stark, wie Sie sagen, aber auch trotzdem stärker als normal. Aber es war nur sehr kurz und dann hat sich das wieder abgeflacht. Und das war nicht, also es gab natürlich einen nuklearen Winter nach diesem Meteorit bei den Dinosauriern, aber es war nie mehr als das. Okay. Was haben wir hier noch im Chat? Warum funktioniert eigentlich der Thermostat auf der Erde, aber auf der Venus, die ja nun mal gleich groß ist? Der Mars ist kleiner, da ist die Geologie vielleicht eine andere. Mhm. Aber auf der Venus, warum funktioniert es da nicht? Gut, sehr gute Frage. Und wir wissen es natürlich nicht genau, weil jede Probe, jede Sonne, die wir nach Venus schicken, wird natürlich gleich gekocht und zerquetscht. Also teilweise ist es, weil Venus... Erstmal hat es wahrscheinlich schnell überschritten, diese Grenze. Und dann, weil es schnell warm geworden ist, hat Venus die tektonischen Platten, die die Erde hat, nie so gleich entwickelt. Und das heißt, dass das CO2, das dann im Gestein dann abgelagert wurde, ist, was in der Erde passiert, das wird dann subduziert. Also wenn jetzt eine tektonische Platte wieder dann im Erdmantel runtergeht, dann kommt all das Gas und alles, das in dieser Platte war, kommt im Erdmantel zurück. Und dann wird es wieder einige hundert Millionen Jahre später wieder vom Vulkan aufgestoßen. Und wenn dieser Zyklus nicht existiert, wenn es keine Subduktion gibt, dann kann es auch sein, dass dieser ganze Zyklus dann stoppt. Und das kann bei Venus passiert sein, weil es zu schnell heiß geworden ist. Also die Klimawärme beeinflusst dann die tektonischen Platten, was sich komisch anhört, aber scheint wahr zu sein. Die andere Möglichkeit ist natürlich, weil Venus keinen Mond hat und die Umdrehung um die Sonne von Venus ist sehr ulkig. Also Venus ist geflippt und dreht sich in die andere Richtung. Mhm. Also es kann auch sein, dass der Mond uns sehr geholfen hat, um die Erde zu stabilisieren, dass es nicht sich plötzlich umgedreht hat und das Klima plötzlich geändert hat. Aber nochmal zwei Sätze zurück gerade. Das heißt, es gibt durchaus eine Idee, dass sich die Klimabedingungen in irgendeiner Weise rückwirken auf die Effektivität der Plattentektonik. Ja, also es ist, wie alles auf der Erde, es ist ein Zyklus. Das heißt, die Ausscheidung von CO2 kommt zurück auf die Plattentektonik, weil die Vulkane auf die Plattentektonik konzentriert sind. Und das heißt auch, die Platten, die subduziert werden, sind eigentlich kalt, weil sie alt sind und lange unter dem Meer waren. Und weil sie so kalt sind, gehen sie leicht runter, weil die Dichte größer ist. Das heißt, wenn es oben wärmer ist, ist die Dichte nicht so groß und die Platte sinkt nicht so gut und die bleibt dann oben. Also. Und dann hat man keine Subduktion. Und das heißt, die Platten, da hat man nicht diesen Kreislauf in dem Erdmantel. Das ist sehr interessant. Und es muss nicht so viel wärmer sein, damit das passiert. Aha, aha. Es gibt doch vor 30 Jahren Gaia-Hypothese. Ja. Goldilocks. Ja. Die Gaia-Hypothese. Der ganze Planet ist
na gut, nicht unbedingt ein Geist, mit Geist beseelter Organismus, aber zumindest irgendwie sozusagen so komplett hält sich immer im Gleichgewicht. Eigentlich durch Zufall oder wie würden Sie es jetzt, wenn Sie romantisch veranlagt sind, beurteilen? Also ich kann die Gaia-Hypothese wird auch noch von Wissenschaftlern, also ja, es gibt also manche machen sehr komplizierte Computermodelle zu sehen, aber es wirklich funktioniert. Also die Idee ist, dass ja, dass das Leben sich so aktiv mit dazu kommt, damit die Erde bewohnbar bleibt. Und es stimmt natürlich, dass das Leben die Erde ändert. Da muss man auf Regenwald gucken und Photosynthese. Es werden aber auch, also zum Beispiel Biologen, evolutionäre Biologen, wie zum Beispiel Richard Dawkins, sagen, das kann gar nicht sein, denn es ist vielleicht möglich, dass ein Typ von Lebewesen versucht, die Umwelt besser für diesen Typ von Lebewesen zu machen. Aber es funktioniert nicht, dass ein Typ von Lebewesen für einen anderen Typ von Lebewesen versucht. Also das ist mit dieses Selfish Gene, wie er das nennt, das geht nicht. Ich meine, die Person, die Gaia-Hypothese erfunden hat, ist James Lovelock. Der lebt noch, der ist jetzt 103, glaube ich. Und ich meine, teilweise funktioniert es. Es gibt also dieses Gedankenexperiment, das heißt Daisy World, also Gänseblümchenwelt. Und das sagt, wenn man man hat einen Planeten, der ist nur mit Gänseblümchen bewohnt. Und eine Gänseblümchen sind weiß und andere sind schwarz. Und die sind etwa im Gleichgewicht. Und dann sagen wir, die Weißen fangen an, mehr zu werden. Das heißt, weil sie mehr Sonnenlicht reflektieren, weil die Erdoberfläche weißer wird, kühlt sich die Erde ab. Und weil sich die Weißen schneller abkühlen, weil sie weiß sind, sterben sie ab und die Schwarzen werden mehr. Und dann wärmt sich die Erde auf, weil die Erdoberfläche schwarz wird. Und dann sterben die Schwarzen ab, weil sie schneller weiß werden. Und da gibt es diesen so einen Zyklus, also es ist nicht genau Gleichgewicht, sondern Zyklus Ungleichgewicht. Und das gibt es, aber mit Gaia ist natürlich die Frage, ob es dann so aktiv mitmacht oder so ein passiv dann passiert. Ob es genug ist, um über 4 Milliarden Jahre die Erde bewohnbar zu halten, habe ich auch meine Gedenken drüber. Okay, aber spannende Sache. Jetzt nochmal zurück, weil Sie das auch diese These angesprochen hatten, dass der Mensch vielleicht schon seit 5.000, 6.000 Jahren, also seit der Sesshaftmachung wahrscheinlich die Oberfläche der Erde schon so beeinflusst, damals zu unserem Vorteil, im Moment etwas zu viel des Guten. Fragt ihr jetzt jemand, wenn die Evolution der Erde vor den Neandertalern oder so noch mal, also wenn es keine Menschen gegeben hätte, wäre dann das sozusagen mehr im Gleichgewicht halt mit diesen üblichen Schwankungen, die Sie zeigten, ne? Das ist eine Behauptung zumindest, die unterliegt Ihrem ganzen Untersuchung, ne? Allen Thesen. Ja, also wenn sonst nichts geschehen wäre, wie ein Riesenvulkanausbruch oder Meteorit, dann wären wir jetzt in einer Eiszeit wahrscheinlich, wenn die Menschheit nicht gegeben hätte. Und dann würde in 50.000 Jahren danach, wären wir wieder in einer Zwischeneiszeit. Und das würde weitergehen, bis sich etwas fundamental ändert, wie die Plattentektonik, wo zum Beispiel dann mehrere Kontinente um den Äquator sind oder um den Polen, und dann kann sich wieder das Ganze ändern. Dann kann dann die Globaltemperatur 5, 6 Grad wärmer sein, sodass dann wieder am Nordpol oder in der Arktis dann Palmenblühen oder so wachsen. Es gibt also der Grund, warum zum Beispiel zur Zeit Dinosaurier war die Erde warm und es gab kein Eis an dem Nordpol oder Südpol. Mhm. Und der Grund, warum sich das wahrscheinlich geändert hat, sind die Himalaya, die Gebirge, die dann vor 50 Millionen Jahren dann aufgestiegen sind, weil das hat die Fläche für Verwitterung stark mehr gemacht. Und das heißt, Verwitterung hat sich vermehrt und dann ist CO2 angefangen an runterzugehen. Und deswegen sind wir dann in den Eiszeiten gegangen, wo wir jetzt sind. Also in den letzten 50 Millionen Jahren hat sich die Erde abgekühlt, wahrscheinlich wegen der Verwitterung der Himalaya. Also solche Größenordnungen von Plattentektonik, die dann Gebirge machen, können das ganze Klima dann ändern. Okay. Das sind natürlich jetzt ganz andere Zeitskalen, die Sie da ansprechen. Ja, gut, für mich dann, als Astronom ist das immer noch ein Wimpernschlag. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren super Vortrag und auch fürs Mitdiskutieren hier. Ich würde jetzt gerne noch Werbung machen, was demnächst auf diesem Kanal hier stattfindet.
Und zwar geht es am Freitag in unserer Freitagsreihe, Astronomie-Reihe weiter mit einem genauso naheliegenden Thema, also in Verbindung zu heute. Heute, was hat Astronomie mit Nachhaltigkeit zu tun? Fragt man sich. Naja, auch Astronomie betreiben hat einen ökologischen Fingerabdruck. Und ja, schauen wir mal, was der Kollege Ossenkopf-Okada uns dazu zu sagen hat. In dieser Reihe hier mit der Themenreihe Dynamische Erde geht es weiter und da befassen wir uns in einer Woche, gleiche Uhrzeit, 19:30 Uhr, bitte einschalten, mit Plattentektonik. Da wird Kollege Glasmacher von der Uni Heidelberg uns in diese Geheimnisse einführen und die These oder die Frage stellen auf dem Weg zu einer Vereinigungstheorie der Geowissenschaften, Fragezeichen wie gesagt. Okay, schauen wir mal. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Und dass Sie das alles nicht verpassen, bitte unseren Newsletter abonnieren auf unserer Webseite. Und wenn Sie schon auf unserer Webseite sind, dann klicken Sie auch auf Mitgliedschaft. Denn wenn Sie diesen Verein, den physikalischen Verein, bald 200 Jahre alt, unterstützen wollen, werden Sie doch Mitglied. Mitgliedschaften kann man auch verschenken, in Klammern gesprochen. Und wenn Sie jetzt gleich etwas Gutes tun wollen und Sie sind auf unserer Webseite, dann können Sie unseren Spenden-Button nicht übersehen. Eine kleinen Obolus, wir nehmen ihn gern und brauchen ihn auch und herzlichen Dank dafür schon. Ja, wir sind wieder zusammen, Herr Pogge von Strandmann, und nochmal herzlichen Dank Ihnen. Ja. Bei Gelegenheit nochmal dann, weil ich bin jetzt so gespannt auf Ihr Experiment, da werde ich jetzt bald mal Ergebnisse sehen. Hoffen wir auch, ja. Das haben wir uns ziemlich viel Zeit verschwendet. Ja, sehr schön. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich auch für Ihr Interesse, fürs Mitchatten und ja, machen Sie es gut und bleiben Sie neugierig. Tschüss. Tschüss.